Hallo und herzlich willkommen zu meiner Sonntagsinspiration. Heute würde ich gerne über Fragen sprechen, und zwar die richtigen Fragen zu stellen. Und warum ist das so wichtig? Nun, die meisten von uns haben in ihrem Leben gelernt, Antworten zu finden und vor allen Dingen die richtigen Antworten zu finden. Und dann vor allen Dingen sehr schnell die richtigen Antworten zu finden. Doch hat es wirklich zu einer Leichtigkeit im Leben geführt? Weil meistens kommen diese Antworten, vor allen Dingen, wenn sie sehr schnell kommen, kommen sie aus der Vergangenheit, aus vergangenen Konditionierungen, aus Muster in unserem Leben, aus wirklich so festgefahrenen Einstellungen. Und die bringen nicht wirklich Leichtigkeit in dein Leben. Und wenn du nun beginnst, Fragen zu stellen, öffnet es wirklich einen Raum für mehr Möglichkeiten. Es öffnet wirklich einen Raum im Universum und du bekommst Antworten. Und du bekommst ein größeres Gewahrsein von dem, was gerade los ist. Und das ist natürlich sehr, sehr sinnvoll, um die nächsten Schritte in deinem Leben zu gehen. Und dazu gehört natürlich, die richtigen Fragen zu stellen und dann einfach der Energie zu folgen und dem Gewahrsein zu folgen. Nun, was du immer fragen kannst, ist, wie wird es noch besser, als es jetzt schon ist? Das ist eine grundsätzliche Frage, die du immer stellen kannst. Aber bei Herausforderungen zum Beispiel, die in deinem Leben kommen, kannst du fragen, kann ich es ändern? Und wenn ich es ändern kann, wie kann ich es ändern? Weil das wird dann auch dich dazu führen, die nächsten Schritte einzuleiten. Und was viele auch oft falsch machen, oder was heißt falsch, was viele oft machen, ist, dass sie fragen, wenn Probleme sind, was ist falsch an mir? Das ist auch wieder so eine festgefahrene Einstellung von dir. Das ist nie, nie gut und es führt dich zu negativen Mustern in deinem Leben. Was besser ist, ist, wenn du fragst, was ist richtig an mir? Und dann auf das Gewahrsein hörst, was da in dir hochpoppt. Und auf was ich auch noch gerne eingehen möchte, ist zum Beispiel, wenn wir fragen manchmal nach Dingen und dann passiert womöglich komplett was anderes. Und da kannst du dich auch fragen, ist das die Veränderung, nach der ich gefragt habe? Denn oft müssen wir Zwischenschritte gehen, um wirklich unser Ziel zu erreichen, das wir gerne erreichen möchten. Und ein simples Beispiel, du fragst zum Beispiel nach mehr Liebe in deinem Leben, da kann es sein, dass du vermeintlich erstmal in deinen Schmerz geschickt wirst, weil da vielleicht noch was aufzulösen ist, um diese Liebe zu erreichen. Deswegen, wenn irgendwas vermeintlich in deinem Leben geschieht, was dir nicht gefällt, wonach du vermeintlich nicht gefragt hast, stell dir die Frage, ist das die Veränderung, nach der ich gefragt habe? Und hör auf dein Gewahrsein, bekomme ein Gefühl dafür, was die richtige Antwort in dem Sinne ist. Ja, und nochmal zum Schluss, auch Anthony Robbins hat zum Beispiel gesagt, die Qualität deines Lebens hängt davon ab, von der Qualität der gestellten Fragen, die du dir stellst. Also, stell dir die richtigen Fragen, ganz, ganz wichtig, um wirklich das nächste Level in deinem Leben zu erreichen, um die nächsten Schritte in deinem Leben zu gehen. Ja, ich hoffe, das war ein Beitrag für dich und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Sonntag, eine wunderbare, tolle, erfolgreiche Woche, wie auch immer die für dich aussehen mag und ich wünsche dir alles Liebe, deine Cornelia. Mach's gut.